Heute ist wieder so ein Wetter. Passt perfekt zum letzten Video. Dort heißt es, positives Denken schwächt. Es geht einfacher, es geht leichter. Und die Gitte hat mir zu diesem Video geschrieben, sie mag meine Videos, sie sind kurz und knackig und sie kommen von einem Mann, der noch seinen Lausbuben dabei hat und sein inneres Kind mit sich trägt. Und deswegen so erfrischend und ansteckend. Das freut mich sehr, Gitte. Danke für all eure Kommentare. Und sie schreibt auch, momentan ist es eine komische Zeit, eine verrückte Zeit. Warum drehen jetzt so viele Menschen am Radl? Am Radl drehen, verrückt werden, durchdrehen, sich nicht mehr orientieren können. Und dieser Teil vom Kommentar passt jetzt genau zu diesem Video. Denn unser eigenes Ego, das wir seit Jahrzehnten aufgeblasen oder aufgebaut und gestärkt haben, das hindert uns jetzt mit der aktuellen Situation oder mit den Situationen, die jetzt noch auf uns zukommen, mit denen umzugehen, den Fokus zu finden, sich neu zu orientieren. Und darum dieses Video Ego-Training. Leichter werden. Und bei diesem Beispiel habe ich ganz spontan entschieden, ab jetzt trainiere ich in solchen Situationen immer mein eigenes Ego. Und es funktioniert. Es macht sofort leichter. Was ist ein Ego? Ein Ego per Definition ein psychologisches Selbst. Die Geschichte, die wir uns über uns selber erzählen. Unser Kopf macht sich permanent Gedanken, was er noch alles will. Und er weiß auch, gegen was er noch kämpfen muss oder wofür er noch kämpfen muss. Das hat sehr viel mit Ego zu tun. Das Ego hat das Gefühl, es muss immer etwas tun, es muss immer etwas machen, es muss immer gegen oder für etwas viel tun. Die eigene Geschichte, die eigene Ich-Identifikation. Wir haben seit Jahrzehnten unser eigenes Ego aufgeblasen, gestärkt. Es ist größer geworden. Hilft es uns? Und das hat jetzt sehr viel mit dem Kommentar von der Gitte zu tun. Sehr viele Menschen drehen jetzt am Radl, also kommen nicht mehr zurecht. Ja, hilft uns jetzt unser eigenes Ego nicht? Wenn uns jemand konfrontiert, vielleicht zu Unrecht, oder wo wir das Gefühl haben, wir müssen uns jetzt wehren, dann haben wir immer drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, einfach zu reagieren, einfach jetzt dem anderen seine eigene Stirn zu bieten. In Konfrontation zu gehen, in den Streit zu gehen. Die zweite Möglichkeit, zu implodieren, nichts zu sagen, einen Schritt zurückzugehen und sich dann innerlich aufzuregen. Wow, was hat der gemacht? Was hat der gesagt? Schau, ich bin so klein. Schau, ich kann es nicht. Schau, wie alle auf mich geschaut haben. Zu implodieren und es dann seinen eigenen Freunden oder in der Familie erzählen, wie unfair der doch ist. Also, erste Variante, direkte Konfrontation. Zweite Variante des Egos, implodieren. Innerlich explodieren, könnte man sagen. Und dritte Variante, bewusst zu sein und sich ganz klar zu entscheiden, was mache ich jetzt? Wähle ich jetzt Variante 1 oder 2 oder wähle ich Variante 3? Indem, dass ich einen Schritt zurückgehe und Folgendes mache. Und zur Vorbereitung für Variante 3 habe ich einen kurzen Text für dich. Den gesamten Text haben alle mit dem Powerkick zum Wochenstart vergangenen Montag bekommen. Wenn du auch möchtest, dann trag dich unten in der Beschreibung zum Powerkick ein. Dann bekommst du immer zum Wochenstart einen kurzen Kick und weiterhin auch Einladungen für kostenfreie Webinare und so weiter und so weiter. Ein kurzer Auszug. Auf ihn kommt es an. Ist der Mensch im Spiegel dein Freund? Wenn du bekommen hast, was du willst und die Welt dich für heute zum König macht, dann stell dich vor den Spiegel und schau dich dort an und sieh, was der Mensch dir zu sagen hat. Du hast die schwierigste Prüfung bestanden, wenn der Mensch im Spiegel dein Freund ist. Und genau das brauchen wir jetzt für Variante 3. Ego-Training leichter werden. Und das, was mir vor kurzem passiert ist, zauberhaft. Ich bin in einer Warteschlange gestanden, wir waren im Freien und ich hatte meine Mund-Nasen
Maske hatte ich da, ich hatte es nicht schön drauf. Und da ist jemand zu mir gekommen, so ein Aufseher oder so ein Wärter oder so ein Zuständiger ist zu mir gekommen und hat gesagt, wo ist Ihre Maske? Dann habe ich gesagt, ja hier. Hat er gesagt, ich habe erstens die falsche und zweitens ist sie nicht richtig drauf. Aber dieser Mitarbeiter ist richtig in Rage gekommen. Er hat jetzt jemanden gefunden, den er jetzt an die Wand stellen kann, also mich. Und hat mit mir gewettert und war sehr streng und sehr scharf. Und er hat zu mir gesagt, wenn ich das jetzt nicht mache, so wie er das sagt, dann komme ich da nicht rein. Dann habe ich mich ganz spontan entschieden, jetzt nicht mit meinem Ego zu reagieren. Reaktionen, ganz schnelle Reaktionen, Reflexe sind auch sehr oft aus dem Ego heraus. Ich will mich jetzt wehren, ich lasse mich jetzt nicht klein machen. Ich sage dem jetzt, was ich denke. Und da hatte ich so einen gerade wachen Moment und habe gesagt, okay, dann ist das jetzt so. Dann habe ich gefragt, wie musst du es machen? Was sind deine Anweisungen? Und er hat mir gesagt, so und so, und ich soll hier eine Maske organisieren und soll sie dann schön draufgeben. Und habe ich dann gemacht. Denn er macht ja auch nur seinen Job. Ich habe mich entschieden, einen Schritt zurückzugehen. Obwohl ich das Zeug gehabt hätte, mich zu wehren, in Konfrontation zu gehen, auf Augenhöhe zu sein. Ich bin einen Schritt zurückgegangen. Und ich habe gemerkt, gerade in diesem Moment wurde ich schon leichter. Und einen Tag später hatte ich wieder die Möglichkeit, in einer anderen Situation, sehr ähnliche Geschichte, hat mich auch jemand hingewiesen und war sehr streng, war sehr provokant. Und ich habe dann auch, gerade ganz spontan, einfach mich entschieden, zurückzugehen einen Schritt und habe dann noch einen lockeren, saloppen, charmanten Spruch, der dann auch ins Schwarze getroffen hat, zu geben. Aber ich habe nicht mit meinem Ego reagiert. Ich war nicht provokant, ich wollte nicht gleich stark sein oder nicht der Stärkere. Ich bin einfach nur einen Schritt zurückgegangen und habe gesagt, ich muss hier nichts gewinnen. Es geht nicht darum, dass ich Recht habe. Es geht nur darum, dass ich selber im Frieden sein kann. Und das mache ich seither in solchen Situationen immer wieder. Und ich bin mal neugierig, wie oft mir das Leben diese Geschichte nochmal bringt, um eben genau das zu üben. Ego-Training. Das heißt, unser Ego nach unten zu trainieren. Dann fließen die Dinge viel, viel leichter. Kannst du damit etwas anfangen? Sich eben für Variante 3 zu entscheiden. Sich ganz bewusst dafür zu entscheiden, sein eigenes Ego zu trainieren. Und zwar nach unten zu trainieren. Blockaden zu lösen, in diesem Moment schon leichter zu werden. Ich bin gespannt, wie es dir damit geht. Und wenn du Lust hast, abonniere den Powerkick, dann bist du immer am aktuellen Stand. Es kommen immer wieder Live-Webinare daher und es kommt noch einiges daher. Ich freue mich schon darauf. Und wir sehen uns. Bis bald. Servus.